Hallo. Leute, ich bin Kadel und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme heute einfach mal das Intro auf, weil sonst werde ich nicht dazu kommen. Ich habe jetzt sehr lange darüber nachgedacht. Und zwar in meinem letzten Reading-Vlog habe ich gesagt, ich werde zur Entschädigung, dass es so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, die Stock and Jack the Ripper-Reihe mit euch lesen. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich werde wahrscheinlich die Reihe sowieso diesen Monat lesen, aber ich lese sie nicht in dem Video. Falls ihr meine Meinung trotzdem zu den Büchern haben wollt, schaut gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen vorbei, aber oder halt hoffentlich im nächsten Lesemonat, weil sonst würden so zwei ähnliche Videos kommen, so weil ich das andere auch geplant habe und ich habe richtig Lust darauf. Und deswegen dachte ich lese statt die Reihe, nämlich das andere, was ich vorhatte. Und zwar hatte ich vor, innerhalb von einem Video alle meine Klassiker zu lesen, weil ich im Moment wirklich Lust habe, die Klassiker, die ich da habe, zu lesen und auch wieder neue zu kaufen. Obwohl ich die, die ich hier habe, noch nicht mal gelesen habe. Und da dachte ich mir, ich mache so ein I finally read all my classics Video. Und wahrscheinlich wird das Video auch so heißen oder so ähnlich. Dieser Vlog ist dann halt auch ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe schon ein paar andere Sachen aufgenommen und ihr werdet dann immer zwischendurch mal was sehen, so Buchshopping oder wie ich spazieren gehe oder sowas. Und welche Bücher lesen wir denn jetzt überhaupt? Und zwar, das eine habe ich jetzt nicht hier gerade. Ich weiß noch nicht, ob ich es lese oder nicht. Es steht auf dem Kipp und zwar The Secret History. Das sollte ich eigentlich letzten Monat lesen von meinem TBR her, kam aber nicht dazu. Und soweit ich weiß, ist es ein Modern Classic. Da werde ich nochmal schauen, weil dann würde ich das im Rahmen von diesem Video hier auflesen. Ich wollte gerne die letzten Tage Frankenstein und Dracula zumindest kaufen, aber ich würde gerne erstmal die lesen, die ich hier habe. Und zwar hätten wir hier einmal zwei Bücher von Jane Austen. Und zwar Stolz und Vorurteil, das habe ich schon angefangen gehabt. War das bis hier? Habe sogar noch meine Karteikarte drin, die ich immer reinlege. Und zwar war das bis Seite 92, Kapitel 16 vor 3 Jahren, so ziemlich genau 3 Jahren. Und deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal von Anfang an anfangen. Es hatte mir zu dem Zeitpunkt schon gefallen, dort reinzulesen, aber ich habe es um 6 Uhr früh in der Bahn immer gelesen. Und dann war es ein bisschen schwierig, damit klarzukommen. Es war auch nicht so ganz das, was ich gerade dann lesen wollte. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und das andere Buch, was ich von ihr habe, ist Verstand und Gefühl. Bevor ich jetzt losrenne und verschiedene Versionen kaufe, weil ich würde gerne die englischen Versionen von den Büchern kaufen. Statt die deutschen, vielleicht sortiere ich dann die deutschen aus, weil die waren echt nicht billig und ich fand damals irgendwie die Cover eigentlich ganz schön, aber ich würde gerne die englischen Versionen davon haben. Deswegen wollte ich erstmal gucken, gefällt es mir überhaupt, bevor ich noch mehr Geld dafür ausgebe, damit sie einfach nur einstauben in meinem Regal. Ich würde nämlich auch gerne Emma lesen. Aber werde ich dann mal schauen. Erstmal gucken, ob ich damit klarkomme. Ich gehe mal davon aus. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich noch nicht mit Jane Austen anfangen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil wenn dann mit Stolz und Vorurteil, weil ich es ja schon angefangen hatte. Aber ich habe hier noch zwei andere Bücher. Und zwar hätten wir da einmal, also zwei Bücher von den Bronte-Schwestern. Und zwar einmal Sturmhöhe. Ich glaube, Basic. Habe ich noch nicht reingelesen, wollte ich unbedingt auch mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt hier drauf. Ist aber auch nicht das Buch, mit dem ich anfange. Und zwar dachte ich fange mit dem längsten Buch an und zwar Jane Eyre. Und ja, ich habe das jetzt öfters gesehen. Ich habe hier die Bücher seit Ende 2019 stehen und habe sie bisher noch nicht gelesen. Und ja, deswegen dachte ich mir, im Rahmen von dem Video kann man das ja mal machen. I finally read all my classics. Ich hoffe, ich komme auch wirklich durch. Wir sehen uns, sobald ich das erste Buch beendet habe. Close the window.
bin ich wieder. Ich sehe ein bisschen bad aus, so dezent. Ich wollte mich nicht richtig fertig machen. Ich gehe nachher noch zum Sport und gehe wahrscheinlich gleich nur kurz raus einkaufen und dann hatte ich das wieder. Eigentlich wollte ich mich heute im Park setzen, ein bisschen lesen, aber es hat über Nacht geregnet, also ist eh alles nass draußen, also kann ich mich da nicht hinsetzen. Weshalb ich hier sitze, ist folgender Grund, und zwar ich habe gestern Abend Jane Eyre beendet. Dieses Wochenende ist Lesewochenende, das heißt, ich versuche wieder sehr, sehr viel zu schaffen. Gestern, ich war noch auf Seite 180, glaube ich, und dann habe ich mal ganz kurz das Buch durchgelesen. Ja, ich brauchte ein wenig, um reinzukommen. Es war sehr schwierig, erstmal von dem Schreibstil her. Es ist ja ein bisschen anders geschrieben, war es nicht so schwer zu verstehen, aber gleichzeitig eben, man braucht eine Zeit, um reinzukommen. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste gar nichts über das Buch. Ich weiß ein bisschen über Stolz und Vorurteil und ein bisschen was über Sturmhöhe, weil die immer gementiont werden in irgendwelchen Büchern und die habe ich mir auch wegen After gekauft gehabt. Und ja, bei Jane Eyre war das halt eben nicht der Fall. Da habe ich das einfach so mal mitgenommen. Als ich dann endlich drin war nach so 100 Seiten oder so, hat es mir eigentlich recht gut gefallen. Ich mochte es wirklich gerne zu lesen, aber es war wirklich sehr lang. Es waren viele Dinge, wo ich so war, boah, ey, juckt mich halt jetzt wirklich nicht. Und warum ist das jetzt wichtig und muss das jetzt sein? Am meisten Probleme hat mir aber die Beziehung an sich gegeben. Also es geht um Jane und Mr. Rochester. Und ich weiß nicht, ob man seinen Vornamen erfahren hat. Egal. Und die beiden geht es. Und die haben einen Age Gap, also einen Altersunterschied von 20 Jahren. Und ich habe irgendwie so... am Anfang ist sie halt noch ein Kind und auf einmal war sie erwachsen. Irgendwie habe ich das nicht so wirklich... Am Anfang hatte ich nur so Probleme. Anfangs war das halt so... Ich hatte die Konzentration nicht zu lesen und dann sind so Teile weggefallen und dann hat mir so ein bisschen Kontext gefehlt. Das hat sich dann aber gelegt, sobald ich im Buch drin war. Und dann hatte ich das im späteren Verlauf nicht mehr. Und deswegen war ich mir nicht mal sicher, wie alt sie jetzt ist. Und dann war das, diese Frauen kamen da und er sollte sich ja eine Frau aussuchen irgendwie so. Ja, da war das halt, dass er 40 ist, wurde dann gesagt. Und die Mädels waren dann halt also 25 und so, ne? Und ich war dann so, wie alt ist sie jetzt eigentlich? Und dann kam halt später nochmal so, das ist so 8, 9 Jahre her und ich wusste nicht mehr, wie alt sie am Anfang war. Und dann ganz, ganz am Ende kam nochmal ein Altersunterschied von 20 Jahren. Ich so, heilige Scheiße, wirklich. Nicht mein Fall an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das früher so normal war, aber... Meins ist es nun nicht. Und irgendwie, ich wurde mit den beiden nicht so warm. Es gab so Momente, da war ich schon, okay, ist schon ein bisschen cute, aber gleichzeitig haben die mich nicht überzeugt. Und dann kam diese Trennung und sie ist gegangen. Und ich dachte halt so, okay, jetzt wir haben noch einen ganzen dritten Band in den Teilen. Also das war in 3 Teile aufgeteilt. Dann war ich so, okay, wir haben noch einen ganzen dritten Band, dann wird sie vielleicht jetzt irgendwen anders finden oder so. Und ich war so richtig froh, dass sie von dem weggegangen ist. Und dann war ich so am Ende, dafür haben wir jetzt nochmal 200 Seiten oder so gehabt. Es waren über 200 Seiten. 230 Seiten, bis die wieder irgendwie zusammengefunden haben. Ich dachte wirklich, jetzt finden sie wirklich irgendwen Besseres oder so. Jetzt kommt noch so voll die überraschende... Liebesgeschichte, keine Ahnung, und so voll die deep Message. Und dann war es so, ach so, cool. Nee, wirklich, dafür habe ich jetzt keine 200 Seiten gebraucht. Also ich fand es wirklich sehr lang und vor allem dann zum Schluss hat es mich wirklich nur noch gelangweilt. Weil ich war so, boah, reicht jetzt. Kann es jetzt zu Ende gehen, bitte? Ich mochte es aber eigentlich recht gern. Also es hat mich genervt und gleichzeitig... war es trotzdem gut. Also es war in dem Fall, es hat mich überzeugt, mehr zu lesen auf jeden Fall. Deswegen bin ich jetzt auf die nächsten Bücher, die ich lese, sehr gespannt. Aber das war es jetzt nun nicht so ganz. Also ich würde sagen, im Klassikerbereich, ich kenne mich ja da noch nicht so gut aus. Und vielleicht war das damals einfach normal, aber ich finde es nicht so gut. Als nächstes wollte ich nämlich Stolz und Vorurteil lesen, weil das hatte ich ja schon angefangen.
Und Jane Eyre wollte ich einfach nur durchhaben, weil es das längste Buch war. Ich weiß nicht, was jetzt länger ist. Ich glaube, Sturmhöhe ist jetzt am längsten. Aber ich wollte jetzt erstmal was von Jane Austen lesen. Und zwar Stolz und Vorurteil, das hatte ich ja schon angefangen und die ersten 100 Seiten gelesen. Ich habe es jetzt wieder angefangen. Also ich lese von vorne. Ich bin jetzt auf Seite 26, 22, Kapitel 5. Und eigentlich hatte ich vor, heute bis zur Hälfte zu lesen. Das werde ich mal schauen, wie gut ich dazu komme. Weil wenn es mich wirklich wieder catcht, mich hatte ja schon der Anfang eigentlich, wo ich das damals gelesen hat mir das recht gut gefallen. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich einfach jetzt wieder eine Zeit brauche, um reinzukommen und dann ist es wieder eigentlich recht gut. Deswegen glaube ich, vielleicht schaffe ich es, je nachdem, was die Zeit zulässt, das Buch heute noch durchzulesen. Ich weiß es nicht. Also ich bin halt gleich noch unterwegs. Dann würde ich in der Zwischenzeit lesen, bis ich zum Sport gehe. Also wenn ich abgeholt werde, um zum Sport zu gehen. Und nach dem Sport dann wahrscheinlich noch weiterlesen. Und dann werde ich noch gucken, weil eigentlich wollte ich heute noch Hunt den Putzdarkler anfangen, weil ich habe heute Stalking Jack the Ripper beendet. Ich wollte ja die Reihe auch eigentlich in diesem Blog lesen und jetzt lese ich sie irgendwie parallel dazu. Also irgendwie richtig weird. Deswegen, zudem kann ich sagen, es hat mich schon überzeugt. Aber so, der erste Band war auf jeden Fall nicht perfekt. Und ich finde, da geht es auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Teile. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich das halt heute noch anfangen möchte, wie das halt dann aussieht, wie gut ich hier durchkomme. Und dann dachte ich mir nämlich, danach Sturmhöhe zu lesen und dann Verstand und Gefühl. Weil dann habe ich nicht zwei Jane Austen-Bücher nacheinander. Ihr werdet gleich ein paar Ausschnitte sehen, wie ich Stalking Jack the Ripper angefangen habe und so Zeug. Und ich habe mir gestern Bücher bestellt und das habe ich quasi auch aufgenommen. Also nicht, wie ich es bestellt habe, aber ich habe, ja, ihr seht es gleich. Ich habe mir Klassiker bestellt. Ich werde ein Bookhaul hochladen. Ich denke, ich werde es so verschieben, dass der Bookhaul auf jeden Fall vor diesem Video kommt. Deswegen, ich habe mir da ein paar Klassiker bestellt, die werde ich auch nochmal hier drin zeigen. Je nachdem, was dann die Zeit zulässt, kann es möglich sein, dass ich die auch innerhalb von diesem Video lese. Ich werde vielleicht nicht alles lesen, aber vielleicht noch das eine oder andere. Das werde ich mal schauen, weil ich denke, irgendwann habe ich dann auch wieder genug von Klassikern und ich brauche dann erstmal eine Pause. So, ja, jetzt überzeugt es mich auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit den anderen dann auch aussieht. Aber ich habe ja auch mein TBR, den ich lesen muss und den vernachlässige ich nämlich gerade für dieses Video, weil sonst würde ich wahrscheinlich gerade, keine Ahnung, Westworld lesen oder so. Warum bin ich so? Wir haben es jetzt den nächsten Abend, das ist jetzt Sonntagabend. Heute war ich sehr unmotiviert, ich war sehr down, aber dafür versuche ich jetzt noch ein bisschen aufzuholen. Und eigentlich habe ich gar nicht die Zeit, mich hier hinzusetzen und das Video zu machen. Aber ich dachte, ich mache es jetzt einfach, dann muss ich das nicht morgen machen. Ich habe gerade Stolz und Vorurteil beendet. Fazit. Ich habe jetzt nur als Klassikervergleich Jane Eyre. Und was das angeht, finde ich das auf jeden Fall besser. Also ich fand Jane Austens Schreibstil sehr angenehm, sehr. Also ich konnte es besser lesen. Es war viel, viel angenehmer, fand ich. Das Buch war jetzt nicht so lang. Es hatte auch 450 Seiten. Jane Eyre hatte jetzt 650. Und ja, man hat es auf jeden Fall gemerkt. Ich hatte so mittig, hatte ich so das, boah, irgendwie ist das jetzt schon ziemlich langweilig. Ich fand hier aber es alles so abgerundet, sehr interessant. Also auch wenn ich es teilweise langweilig fand, fand ich es doch so gut geschrieben, dass ich es sehr gern weitergelesen habe. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich einfach irgendwo pausiert und hätte einfach das hier weitergelesen, aber dazu kommen wir gleich. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe ein bisschen mehr
erwartet auf jeden Fall. Also von der Beziehung an sich, beziehungsweise so diese Chemie zwischen den Charakteren. So, sie war da, die beiden zusammen haben mir auf jeden Fall gefallen, aber es war nicht das, was ich erwartet habe. Es war nicht schlechter, es war einfach ein bisschen zu wenig für mich persönlich. Aber die Message von dem Buch stand auf jeden Fall mehr im Vordergrund und war eigentlich recht gut umgesetzt, dass ich mich da eigentlich gar nicht so wirklich beschweren kann. Und ja, ich habe jetzt dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Zum Vergleich Jane Eyre, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, habe ich 3,5 Sterne gegeben. Und zwar finde ich, also ich habe so eine leichte Liebe jetzt zu Klassikern entwickelt. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Bücher. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen, aber ich habe ja schon gesagt, als nächstes möchte ich gerne Sturmhöhe lesen, damit ich jetzt nicht zwei Jane Austen Bücher hintereinander habe. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hätte nicht mal ein großes Problem damit, weil ihr Schreibstil mir wirklich sehr stark gefällt und ich auf jeden Fall sehr interessiert daran bin, mehr von ihr zu lesen. Ich habe jetzt bei Sturmhöhe so ein paar negative Sachen gehört, dass halt sehr toxisch sein soll und so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich es empfinden werde und ob ich mich da dann auch eher durchquälen muss, wie es in manchen Rezensionen geschrieben war. Aber ich denke, dass ich wieder recht gut durchkommen würde. Ich fange es erst morgen an, weil ich habe hier noch ein bisschen was ich lesen muss. Und dann fange ich halt quasi morgen Sturmhöhe an und den dritten Teil von dem hier. Kommen wir immer noch gleich zu. Ja, ich dachte mir halt dann wieder einmal die Hälfte lesen und dann die andere Hälfte an dem nächsten Tag. Weiß ich noch nicht, wie das halt dann zeitlich aussieht. Aber das hat hier auch nicht so gut funktioniert. Ich habe gestern 50 Seiten gelesen und heute den Rest. So. Aber das halt wirklich nur, weil ich so, ich wollte es eigentlich für mein Ego noch heute schaffen. Auch wenn ich halt eben dadurch mittig weiß, boah. Aber kann auch sein, dass ich es langweilig fand, weil ich einfach es nicht lesen wollte. Weil ich heute so unmotiviert war. Denn ich habe heute, auch hier, ich habe gestern Abend mehr hier drin gelesen, habe ich noch 113 Seiten gelesen, also als ich dann angefangen habe. Und hier muss ich mich auch zwingen zu lesen, einfach weil die Motivation zu lesen jetzt weg ist. Und ich habe das meistens dann Lesemarathon, dass ich dann erstmal ein paar Tage in der Leseflaute bin. Aber das wird mir jetzt wahrscheinlich bei den Büchern nicht passieren, weil ich finde das so interessant. Auch eigentlich wollte ich nur so 50 bis 100 Seiten lesen, damit ich einfach ein bisschen reinkomme. Und dann habe ich halt kurz mal über 130 Seiten eingeatmet, weil es wirklich so spannend ist. Also ich finde das schon etwas besser als den ersten Teil von dem Prinzip her. Also der erste Teil war halt wirklich Einführung, worum geht es, wer sind die Charaktere und war so ein bisschen so, hat so mit deinem Kopf gespielt, aber da war noch, ging eher noch ein bisschen mehr und das wird hier so gerade so ein bisschen ausgeglichen. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was kommt, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Und ja, die wollte ich halt heute noch schaffen. Das habe ich jetzt geschafft. Und hier werde ich mal gucken, ansonsten, dass ich halt noch 100 Seiten lese und dann morgen den Rest. Aber so würde ich gerne das heute noch beenden und dann den dritten Teil morgen anfangen. Ich dachte echt nicht, dass die Reihe mich so süchtig macht. Ich werde auch wahrscheinlich keine Probleme haben, das heute noch zu beenden. Vielleicht einfach nur so ein bisschen zeitlich, weil ich möchte nie so wirklich zu spät Bücher beenden. Deswegen, ich habe auch noch nie eine Nacht durchgelesen, obwohl ich das voll gerne mal machen würde. Einfach, weil, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich das dann beende und ich muss nach 23 Uhr eine Story posten, habe ich keine Lust darauf. Ich habe alles gesagt, ich gehe jetzt das Buch hier beenden, hoffentlich. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich Sturmhöhe beendet habe. Wir sehen uns. Bei mir kam gerade mein Hugendubel-Paket dann mit den Klassikern. Aber ich kann es noch nicht aufmachen, weil mein anderes Paket noch fehlt. Ich hoffe, dass mein anderes Paket heute abgeschickt wird. Ich hoffe, es kommt morgen an, damit ich das Video aufnehmen kann. Weil ich bin richtig ungeduldig mit den Büchern irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe gerade mein Book-Haul aufgenommen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was ankam. Ich habe gestern Abend, aber dazu kam ich nicht, noch mich hinzusetzen. Dann dachte ich mir, ich nehme eh heute auf.
dann kann ich das auch direkt zusammen machen. Dann kann ich euch nämlich die anderen Bücher zeigen, weil sich mein Plan ein bisschen geändert hat. Und zwar habe ich einmal Sturmhöhe beendet. Dazu kommen wir gleich, wie ich es fand. Und zwar war ja eigentlich erst mein Plan, Verstand und Gefühl zu lesen. Aber da ich diese Bücher hier, ich halte sie falsch rum, diese Bücher hier bekommen habe, würde ich gerne auch etwas davon lesen. Denn ich habe hier einmal The Picture of Dorian Gray, Frankenstein, Little Woman. Und ich liebe diese Version einfach, weil Kiss Me Before You Go. Also ich habe in meinem Book darüber geredet, wenn ich es drin lasse. Aber ja, Little Woman war Dracula. Und als letztes habe ich mir Emma von Jane Austen bestellt. Und ja, ich glaube, ich will nämlich noch nicht zu viel mir vornehmen, denn gestern habe ich eine Nachricht bekommen und zwar kommt meine beste Freundin nächste Woche für eine Woche hierher. Das war überhaupt nicht geplant und deswegen habe ich jetzt nur bis Sonntag Zeit zu lesen und ich würde gerne noch ein paar Bücher davon schaffen, aber ich glaube, ich werde Emma, Dracula und Little Woman nicht lesen innerhalb des Vlogs. Das werdet ihr dann wahrscheinlich nochmal sehen, also in der Videobeschreibung sind die Kapitel sowieso eingeteilt, falls ihr das am Handy guckt. Ansonsten könnt ihr einmal hier so durch. Und zwar hatte ich jetzt vor, Frankenstein und The Picture of Dorian Gray noch zu lesen. Die sind halt nämlich recht dünn. Und danach würde ich gerne Verstand und Gefühl lesen. Und je nachdem, wie viel Zeit ich dann noch habe für das Video auch, werde ich mal schauen, ob ich noch zu etwas von dem hier komme. Vielleicht Little Woman kann ich mir noch vorstellen, dass ich das noch lese. Aber das ist halt aber auch das längste Buch von denen. Also ich werde mal schauen, wie das aussieht, weil ich auch so langsam mit meinem TBR anfangen sollte. Und statt mich jetzt in den Klassikern zu verlieren. Aber ja, vielleicht lese ich dann noch das eine oder andere zum Ende des Monats und dann sehen wir es im Lesemonat. Kommen wir einmal zur Sturmhöhe. Ich habe es gestern Abend beendet. Ich habe es wirklich einmal durchgeatmet. Von der Geschichte an sich hat es mich jetzt am meisten gefesselt. Es war sehr selten langweilig. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Also am Ende war so teilweise, aber ja, es war wirklich kaum langweilig, dass ich so war, boah, ey, kannst du mal hinmachen jetzt? So, like, ich bin von was ganz anderem ausgegangen, wirklich. Ich habe so oft gelesen, dass es toxisch sein soll, aber ich bin irgendwie von so einer Love Story ausgegangen. Und dieses Buch hat mich komplett verstört. Also es war wirklich hart, es zu lesen. Ich bin auch, wo ich gelesen habe, alle Charaktere sind so toxisch und so, bin ich von immer noch was komplett anderem ausgegangen. Und das, was ich so erschreckend finde, also es spielt 1801 und dann kommt so ein kleiner Sprung zu 1802. Jemand anderes erzählt, was passiert ist. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, auch wenn es mich manchmal ein bisschen verwirrt hat. Ja, das Buch hat mich so verstört. Und unter anderem, weil ich weiß, dass es in der Zeit so normal war. Und keine Ahnung, es war sehr gewalttätig auf jeden Fall. Es war sehr viel, viel einfach. Und deswegen, es war alles, womit ich nicht gerechnet habe. Und hätte ich das jetzt so gelesen, hätte ich es nicht schon da gehabt? Wahrscheinlich nicht. Wirklich. Würde ich es empfehlen? Ich weiß es nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung, weil es war wirklich sehr hart, aber es war nicht schlecht so. Es war jetzt auch nicht übermäßig gut. Ich habe das Buch jetzt mit 4 von 5 Sternen bewertet, weil ich einfach mit so ein paar Sachen nicht so gut klarkam. Also generell, ich kam mit den Charakteren nicht so gut zurecht. Ja, ich keine Ahnung, ob es jetzt daran lag, weil manche Sachen habe ich auch einfach nicht verstanden. In einem Kontext irgendwie hat mir da irgendwas gefehlt. Wie gesagt, eigentlich war mein Plan jetzt Verstand und Gefühl zu lesen. Aber ich mache diese ganze Sache hier, weil ich mir Frankenstein kaufen wollte. Und ja, jetzt habe ich es mir bestellt. Und ich bin wirklich sehr interessiert dazu. Deswegen einmal Frankenstein und dann The Picture of Dorian Gray. Bei Frankenstein weiß ich, worum es geht. Hier weiß ich es wieder überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es mir gefallen wird. Ihr seht dann auf jeden Fall meine Meinung. Ich werde mich, wenn ich die Zeit habe, nachher oder heute Abend nochmal hier hinsetzen und euch die Meinung zu den Büchern geben. Hallo, ich bin zurück vom Sport.
hatte mich umgezogen und so. Ich hatte vor dem Sport nicht beide Bücher geschafft. Ich habe nur Frankenstein geschafft und The Picture of Dorian Gray bis ungefähr zur Hälfte. Und die andere Hälfte habe ich gerade beendet. Und ich würde einmal mit Frankenstein anfangen. Und zwar bei Frankenstein, ich kam richtig gut durch. Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen, weil irgendwie war ich teilweise ziemlich verwirrt, was jetzt abging, weil ich weiß halt so die Basic-Geschichte von Frankenstein, aber halt auch nicht im Detail. Deswegen, ich wusste, worum es geht. Aber gleichzeitig war das halt auch so ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Also von der Erzählung. Ich mochte es richtig, richtig gerne. Ich fand, dass es gut abgerundet war. Also ich habe das mit 5 von 5 Sternen bewertet, weil ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist für Leute, die jetzt viel mehr im Klassikerbereich lesen und so. Ich habe einfach versucht, im Vergleich zu Klassikern das zu bewerten. Also wenn wir das jetzt in dem Bereich sehen würden, von den Büchern, die ich jetzt lese, die Bücher, die jetzt geschrieben werden, dann wäre das wahrscheinlich nur so ein Drei-Sterne-Buch oder sowas. Aber im Vergleich zu den anderen Klassikern, die ich gelesen habe, fand ich das am besten bisher, denn es hatte eine gute Message. Sie war sehr gut umgesetzt und es war nicht einmal langweilig. Es waren 230 Seiten, wenn ich mich nicht täusche. Und es war nichts Unnötiges dabei. Es war die ganze Zeit spannend und hatte richtig diesen roten Faden. Jetzt nicht so wie bei Jane Eyre, diese 650 Seiten, wo man sich bei der Hälfte dachte, brauchte man das? Deswegen war ich sehr froh, dass hier das einfach direkt durch. So, vielleicht so gleichzeitig finde ich das auch ein bisschen schade, weil ich hätte schon gerne etwas länger gelesen. Mit so ein paar mehr Details und sowas. Also, man könnte das Buch auf jeden Fall noch ausschmücken. Aber vom Ding her, dass jetzt nur das Wichtigste passiert ist, finde ich es richtig gut. Bis jetzt ist es von den Klassikern auf jeden Fall mein Favorite. Und dann habe ich The Picture of Dorian Gray angefangen. Habe dann aber pausiert, weil ich habe so ein bisschen an mein Bücherregal gewerkelt, wie man es vielleicht sieht. Also ich habe einmal mein Subfach so ein bisschen versucht umzusortieren. Es platzt. Ich muss langsam wirklich mein TBR und alles abbauen, damit ich hier wieder Platz habe. Ich habe jetzt die Bücher, die ich noch von Nancy hier habe, erstmal weggepackt, damit ich Platz für meine Bücher da habe. Ich habe keine Ahnung, wie das plötzlich so ausgeartet ist. Ich war so auf mein englisches Subfach fokussiert, weil das geplatzt ist. Jetzt habe ich dort Platz, aber hier nicht. Ach. Aber was ich da gemacht habe, war auch, ich habe hier jetzt so ein Klassikerfach gemacht. Ja, ich bin stolz darauf. Und ich habe sogar noch Platz, was bedeutet, ich muss mir mehr Klassiker kaufen, aber ich habe kein Geld mehr. The Picture of Dorian Gray. Die andere Hälfte habe ich jetzt gelesen und ich muss sagen, dass jetzt irgendwie das Interesse ein bisschen weg war. Ich wusste erstmal nicht, worum es geht. Man wird in die Geschichte eingeführt und dann hatte ich so langsam schon eine Ahnung, in welche Richtung sich das entwickelt, bis zu einem bestimmten Punkt, den ich auch noch vor dem Sport gelesen hatte, da war ich so, okay, wahrscheinlich entwickelt sich das jetzt in die und die Richtung. Und in die Richtung ist es auch gegangen. Und dadurch, dass ich das irgendwie schon wusste und dementsprechend, was so ungefähr die Message sein wird, habe ich irgendwie das Interesse daran verloren. Und irgendwie habe ich nicht wirklich die zweite Hälfte aufgenommen. Also ich weiß ungefähr, was passiert ist, ja, aber irgendwie, es ist nicht hängen geblieben. Von der Message ist es auf jeden Fall gut. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber ich fand das von den, die ich bisher gelesen habe, am wenigsten fesselnd geschrieben, dass ich wirklich die ganze Zeit dran saß und war, boah, ich muss unbedingt weiterlesen. Weil das hatte ich auch schon in der ersten Hälfte, dass das Interesse einfach nicht wirklich geweckt wurde für mich. Das sehen vielleicht andere anders und das ist auch völlig in Ordnung. Bei mir war das einfach nicht dieses, boah, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. Ich will unbedingt, also das war zum Beispiel hier war das halt komplett durch und hier war das so gar nicht. Aber ich fand das auf keinen Fall schlecht. Ich habe das jetzt mit 3,5 Sternen bewertet, einfach weil es für mich jetzt nichts besonders Krasses war und es mich einfach nicht fesseln konnte. Ich finde es aber echt nicht schlecht. Ich fand es vom Prinzip her auch wirklich sehr interessant und würde es wahrscheinlich, wenn die Zeit kommt, vielleicht nochmal rereaden und dann mal schauen, wie es dann so ist, ob es mich dann vielleicht ein bisschen mehr catchen kann und ob es einfach heute
für mich ein bisschen zu viel war, das durchwaschen zu wollen. Das heißt, ich werde morgen Verstand und Gefühl anfangen, aber werde mich wahrscheinlich auf Escaping from Houdini fokussieren, damit ich da auch nochmal durchkomme. Und ja, dann würde ich nämlich wahrscheinlich erstmal die Reihe fertig lesen. Ja, und danach wollte ich mit Zodiac Academy anfangen, damit ich wenigstens den dritten Teil noch vorher durchbekomme. Also ich bin froh, wenn ich nur den dritten Teil schaffe. Es muss nicht 4 und 5 sein, aber ich bin froh, wenn ich mit einem Teil von denen durch bin, weil die echt dick sind. Wir sehen uns nochmal, wenn ich Verstand und Gefühl beendet habe. Hallo, ich war wieder ein bisschen zu faul, um mich fertig zu machen. I guess, es macht jetzt eh keinen Unterschied mehr. Ich war gestern im Kino und dachte mir, heute mache ich so einen Lesetag. Ich habe nicht wirklich viel vor und deswegen habe ich mit Verstand und Gefühl angefangen und bin auch jetzt schon wieder durch. Ich werde dann gleich mit Collided weitermachen wahrscheinlich. Ja, ich habe mein TBA endlich angefangen. Ich habe sogar schon ein Buch von meinem TBA beendet. Collided wollte ich eigentlich lesen, während meine beste Freundin hier ist, weil einfach damit ich so ein bisschen mit meinem TBA vorankomme. Aber ich hatte gestern extreme Lust, das schon anzufangen. Deswegen habe ich es gestern, bevor wir zum Sport gegangen sind, angefangen. Zwischen Sport und Kino weitergelesen. Deswegen würde ich mich gleich daran setzen, das weiterzulesen. Dann heute Abend möchte ich gerne noch den vierten Teil von der Stock and Jack the Ripper-Reihe anfangen. Weil ich habe gestern den dritten Teil beendet und ich muss sagen, den fand ich jetzt eher weniger. Aber dazu sehen wir dann einfach mehr im Lesemonat. Ich habe Verstand und Gefühl beendet, darum geht es eigentlich. Ich fand das Buch viel besser als Stolz und Vorurteil, weil die Message mir, also beziehungsweise das Thema, um das es geht, so mir näher ging als bei Stolz und Vorurteil. Es geht um zwei Schwestern und es steht auf jeden Fall diese Bindung zwischen den beiden auf jeden Fall sehr stark im Vordergrund. Also es geht auch um die Liebesbeziehung, die beide jeweils haben, aber sie gehen in zwei verschiedene Richtungen. Und ich konnte mit der einen auf jeden Fall sehr stark nachempfinden. Deswegen kann es sein, dass es einfach dadurch mich so ein bisschen mehr gecatcht hatte als bei Stolz und Vorurteil. Und ich fand das Buch richtig, richtig gut. Und Jane Austen hat mich sowieso schon bei Stolz und Vorurteil mit ihren Schreibstil überzeugt. Natürlich ist es jetzt nochmal was anderes, weil ich habe es aus Deutsch gelesen. Aber ich habe ja schon Emma da und ich habe vielleicht noch eine Rebuy-Bestellung gemacht, wo noch ein Jane Austen Buch drin ist. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mehr von Jane Austen zu lesen. Das Buch habe ich jetzt auch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Ich habe nur das Problem, dass in der Mitte habe ich wieder so ein bisschen so ein Loch. Einfach weil Kopfschmerzen. Aber ich wollte nicht aufhören zu lesen. Also, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich jetzt durch bin. Erstmal mit den Klassikern, die ich überhaupt lesen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass ich diesen Monat noch den ein oder anderen Klassiker davon lese. Vielleicht auch alle, die ich gekauft habe. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auf jeden Fall vor, Little Woman noch zu lesen. Aber das werde ich nicht schaffen im Rahmen dieses Videos, weil dafür müsste ich mich jetzt zu viel stressen. Und ja, deswegen seht ihr das allerspätestens im Lesemonat, ob und was ich von den anderen noch gelesen habe. Und ja, ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ich werde auf jeden Fall mehr Klassiker lesen. Ich bin jetzt durch. Und I guess I finally read all my classics. Aber ich habe jetzt nicht mehr alle meine Classics gelesen, weil ich mir neue bestellt habe. Und jetzt fehlen mir drei. Aber ja, das Prinzip von dem Video habe ich geschafft. Das ist der Punkt. Ich weiß nicht, mit was ich das noch machen soll, aber falls ihr nochmal sowas sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch mit einem Vorschlag, mit was ich das machen könnte. Ich habe für nächsten Monat was geplant, was auch mit dem Lesen und euch zu tun hat, was ungefähr auch in diese Richtung geht. Es wird kein Reading-Vlog sein, aber so ähnlich. Ich weiß aber noch nicht, wie gut das umzusetzen ist. Wenn ich das so mache, was ich geplant habe, dann seht ihr es allerspätestens auf Insta. Es ist sehr wichtig dafür, dass ihr auf Instagram geht, weil das alles dann auf Instagram stattfindet. Deswegen checkt gerne mein Instagram aus. Ich schreibe das hier wahrscheinlich hin. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann, sobald es losgeht, und ich denke, das wird sich dann den
ganzen April durchziehen. Das ist mein letztes April-Video und dann je nachdem, wie die Zeit ist, ich werde auch nochmal hier dann Bescheid sagen im Lesemonat oder sowas, wenn ich das genauer weiß auf jeden Fall. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Prinzip von diesem Reading Vlog etwas besser fandet als den letzten, falls ihr den letzten auch gesehen habt. Ich finde, ich habe ja schon den Großteil geschnitten, mir fehlt jetzt nur dieser Part hier, dass es schon angenehmer ist zu gucken. Ich fand den anderen im Vergleich zu dem hier etwas langweilig. Aber ich wusste da noch nicht, wie ich genau das machen soll. Und jetzt habe ich so ein kleines Prinzip rausentwickelt, I guess. Ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. Da kommt mein Neuzugangsvideo. Abonniert gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und checkt wie immer meine Social Medias aus. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wir sehen uns. Tschüss!